Die Bahn hat sich in den letzten 100 Jahren sehr stark entwickelt. Sie hat sehr viele Flächen belegt mit Gleisen und nun besteht die Möglichkeit, diese 100 Hektar großen Flächen städtebaulich zu entwickeln. Und so kann die Stadt wieder zusammenwachsen. Ja, ich freue mich besonders auf die neue Stadt, quasi, die hier entstehen wird. Dann 100 Hektar haben, die wir einfach neu bespielen können. Also wir können hier neue Häuser bauen, Wohnungen werden gebaut. Das ist einfach hoffentlich attraktiver Wohnraum dann in der Zukunft. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Wir müssen erzählen, dass wir heute an der richtigen Stadt Stuttgarter Innenstadt aus Schotterfurt mit Stahlhäusern und entgegen von manchen Behauptungen ist das ja alles andere als erfolgreich, weil diese Fläche hier keine leitarischen Puffer darstellt, heizt sich tagsüber entsprechend auf und kühlt abends entsprechend ab. Sie ist auch von der Biodiversität nicht so reich. Und dadurch, dass wir jetzt die Stadtentwicklung mal ganz stark erweitern, unsere Fläche umwandeln, in Stadtfläche, in Grünfläche, in Stadtflächenfläche, in Flächen, die Wasser aufnehmen und auch Wasser halten werden, haben wir die enorme Chance, dieses Rentenkrieg wesentlich ökologischer zu gestalten, als es heute ist. Dieser Bereich zeichnet sich durch wunderbare Klimaverhältnisse, durch eine Weiteraus, die ja die Stadt Stuttgart in ihrer Mitte sonst vermissen lässt. Und diese Qualitäten sind auch in dem neuen Stadtquartier vollkommen erhalten und werden es gewiss zu einem der attraktivsten Wohn- und Lebensorte des erweiterten Stuttgart machen. Auf diesen neuen Flächen können etwa 30.000 bis 35.000 Menschen wohnen, leben und arbeiten. Diese Größenordnung entspricht einer Mittelstadt. Und diese Mittelstadt liegt praktisch im Zentrum Stuttgarts. Gerade ich als Student verfolge natürlich die aktuellen politischen Diskussionen sehr genau. Da haben wir die Stuttgart relativ hochpreisige Wohnungen zur Verfügung bekommen. Die Zersiedlung der Städte ist ja ein großes Problem, nicht nur in Stuttgart, vor allen Dingen in den Randbereichen. Und da erhoffe ich mir, dass durch diesen neuen Stadtteil in Stuttgart hier der Druck, neue Baugebiete in der Umgebung von Stuttgart auszuweisen, nachlässt. Aus ökologischen Gründen ist es auf jeden Fall besser, die Stadt im Inneren zu entwickeln und die Landschaft und die grünen, freien Flächen zu schonen. Was wenige Stuttgarter, glaube ich, wissen, der Park war wesentlich größer früher und musste dem Bahnhof dann in Stuttgart weichen, also dem Wohnanbau. Und das besonders Schöne finde ich jetzt an dem Projekt Stuttgart 21, dass einfach dieser Park wieder 20 Hektar erhält. Das heißt, es ist eigentlich eine Rückführung, die wir hier vornehmen. Und das, denke ich, ist toll. Was will man mehr, als dass eine Stadt grüner wird? Ich denke, mit der Fortführung der Stuttgarter Innenstadt in Richtung Kernstadt und mit der Heranführung der Stadt an den Fluss wird endlich die Chance wahrnehmbar, auf die man eigentlich schon so lange hofft, nämlich dass die Stadt den Fluss in die Arme nimmt. Und man hat eben dann diese Chance, eine Green City sozusagen zu entwerfen. Und wenn man sich das eben vergleicht mit anderen Orten auf der Welt, in der arabischen Welt, wo eben solche Städte gebaut werden von Architekten, von hochrangigen Architekten, dann haben wir in Stuttgart diese Chance, so etwas eben auch mitten im Herzen der Stadt zu schaffen. Und in der umweltpolitischen Diskussion kann das nur ein Vorteil sein, dass man eben diese Möglichkeit hat, so etwas zu entwickeln. Geringer CO2-Ausstoß, kurze Wege, angebunden an die Verkehrsnetze, also im Grunde genommen ein Stadtteil der Zukunft. Und das können wir gestalten. Insofern entsteht auch ein Ensemble zwischen
Ökonomie, Ökologie und sozialen Strukturen, das beispielgebend sein kann. Es wird genau dann beispielgebend sein, wenn es uns gelingt, dieses Ensemble, diese Neuentwicklung mit Vision und mit Kraft voranzutreiben. Und darauf brauche ich.